Und damit herzlich willkommen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der gestern Geburtstag hatte, 55 Jahre alt wurde. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Zunächst aber, Herr Söder, müssen Schönen guten wir Morgen und vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Zunächst einmal müssen wir über die Bilder aus München von gestern Abend sprechen. Was möchten Sie den Menschen, die dort gestern auf die Straße gegangen sind, gerne sagen? Nun, ich glaube, dass wir insgesamt in einer aufgewühlten Situation sind. Wir sind jetzt im Jahr 2 der Pandemie. Wir haben die Situation, dass wir möglicherweise eine Welle in Bayern gut überstanden haben, die letzte, die vierte. Wir liegen heute trotz Omikron auf Platz 14 in Deutschland. Und trotzdem besteht die Gefahr einer neuen Herausforderung durch diese Omikron-Debatte, die wir jetzt da haben werden. Ich glaube, eines ist wichtig. Wir müssen versuchen, in diesem Jahr neben dem strammen Verkünden von Maßnahmen und ständig neuen Übereilen von Konzepten auch darüber nachzudenken, wie wir die Gesellschaft wieder heilen und versöhnen können. Klar, wir müssen uns abgrenzen von denen, die versuchen, über und mittels Corona andere Ziele zu verfolgen. Das ist insbesondere der rechtsradikale Bereich. Das sind insbesondere diejenigen, die hochaggressiv sind. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die schlicht und einfach verunsichert sind, genervt, müde sind und gestresst. Und für die brauchen wir auch ein Angebot auf Dauer zu Gespräch, zum Miteinander. Und wie gesagt, wir müssen schauen, dass wir diese Gesellschaft am Ende auch wieder heilen und versöhnen. Ich möchte Ihnen gerne eine Szene von gestern Abend zeigen, die einem besonders nahe geht, die viele Gefühle auslöst. Zehntausende Menschen schauen sich das derzeit auf Twitter an. Ein Mann, der bei der Demonstration teilnimmt, von der Polizei abgeführt wird. Und daneben ist sein kleiner Sohn, der weint. Klar ist, natürlich wissen wir nicht, was vor dieser Szene passiert ist, was nach dieser Szene passiert ist. Klar ist aber auch, viele Menschen nutzen auch dieses Video. Lassen Sie uns hier einmal gemeinsam reinschauen. Wir sehen hier den Mann in der grünen Kapuzenjacke. Ich habe ihn hier bei mir. Und gleich können wir auch dem kleinen Sohn, den Sie rechts im Bild erkennen können, ins Gesicht blicken. Wir hören auch Polizisten schreien. Die schreien, wehren Sie sich nicht und kommen Sie jetzt mit. Und wir sehen das Kind dort stehen, der ratlos daneben steht und nicht weiß, was er machen soll, während sein Vater dort zum Polizeiwagen gebracht wird. Hier können wir den kleinen Jungen, der bitterlich weint, ins Gesicht schauen. Herr Söder, es ist klar, wir wissen nicht, was davor passiert ist. Wir wissen nicht, was danach passiert ist. Und dennoch hat uns dieses Video heute Morgen wahnsinnig berührt. Was löst das in Ihnen aus? Ja, Sie sollten, da habe ich völliges Verständnis, aber ich glaube, Sie selber sehen ja daraus für sich selbst auch die Aufgabe, nochmal die Recherche zu intensivieren. Was war vorher, was ist danach? Ich glaube, das gehört zu der Beurteilung einer solchen Situation dazu. Wir haben öfters jetzt erlebt, dass ganz bewusst bei solchen Demonstrationen unterschiedliche Situationen entstanden sind. Das ist eine schwierige Herausforderung. Andererseits muss Sicherheit und Ordnung gewährleistet sein. Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Auch das muss gewährleistet sein. Und dem Spannungsfeld bewegen wir uns daher. Insgesamt macht die Polizei eine sehr, sehr gute Arbeit. Und ich bin sicher, sie werden die nächsten Stunden und Tage da noch mal anfügen, was vorher und nachher passiert ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen habe ich den hier auch so herausgestellt, als wir Ihnen dieses Video gezeigt haben. Mich interessiert aber auch, ja, habt ihr schon verstanden. Eine Frage, sagen wir mal, von Mutter zu Vater. Finden Sie, man sollte Kinder auf diese Demonstration überhaupt mitnehmen? Ich mische mich nicht in das Elternrecht ein. Das müssen die Eltern selber entscheiden. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass an der Stelle wir einfach immer versuchen, das richtige Maß zu halten. Ich glaube, bei all den Fragen, die wir jetzt bei Corona haben, gerade jetzt für die neuen Herausforderungen, ist es wichtig, das richtige Augenmaß zu erhalten. Für viele ist dieses Corona mittlerweile eine Art Glaubenssache geworden. Wir müssen aber zunächst mal schauen, welche Gefährdung wirklich existiert. Für die MPK ist zum Beispiel ganz entscheidend für die morgige, dass der Expertenrat eine klare Empfehlung abgibt, wie gefährlich ist Omikron. Wenn die Inzidenzen stark steigen, ist das eine, aber wie wirkt sich das in dem Verlauf dann auch für die Krankenhaussituation aus? Deswegen, glaube ich, sind wir jetzt klug beraten, auch für die nächsten Wochen, jetzt uns nicht in Glaubenskämpfe dazu versteifen, dass wir uns nicht nur jeder zurückziehen auf seine Maximalposition,
sondern dass wir versuchen, Brücken zu bauen. Und die vernünftigste Brücke ist die Wissenschaft. Und deswegen braucht es jetzt eine klare Grundlage, eine einfache und verständliche Kommunikation. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass die Ampel morgen klare Vorschläge unterbreitet, die nachvollziehbar, wissenschaftlich begründet sind und dann am Ende auch vertretbar sind angesichts der Dimension, die Omikron bedeutet, vor allem bei der Frage, wie gefährlich ist Omikron wirklich. Glauben hilft nicht weiter, das stimmt, Herr Söder. Die Zahlen, die allerdings geliefert werden, die sind zu oft eine Glaubensfrage. Können Sie für sich beanspruchen, Sie und Ihr Gesundheitsminister in Bayern, dass Sie sagen, wir kennen Sie, die wahren Corona-Zahlen? Ich habe den Gesundheitsminister extra vor diesem Gespräch noch einmal angerufen und er sagt, bei uns waren über 5000 Leute im Kontakttracing auch über die Feiertage, die letzten Tage im Einsatz. Ich glaube, dass die Dimension der Zahlen wohl schon in die richtige Richtung geht. Es war auch zu erwarten, dass es nach den Ferien stärker wird. Bei uns enden die Ferien erst sozusagen in dieser Woche. Und wir haben am nächsten Woche dann erst den normalen Schulbeginn wieder oder den normalen Start nach den Ferien. Was mir insgesamt jedoch auffällt, es scheint hier gewisse Differenzen zu geben zwischen RKI, dem Bundesgesundheitsministerium. Mhm. Diese Dinge müssten schon versucht werden, so zu harmonisieren, dass dort mit einer Stimme gesprochen wird. Denn anders als bei früheren Wellen ist ja in der Tat so, die Verunsicherung riesengroß. Und wir diskutieren über den einen oder anderen Aspekt und vernachlässigen dann einfach nochmal die Grundherausforderung. Wir brauchen Vorsicht, wir brauchen Augenmaß, aber auf verlässlicher Zahlenbasis, auf vernünftigen, nachvollziehbaren wissenschaftlichen Entscheidungen, die dann auch vor Gerichten standhalten. Es ist, glaube ich, in dieser Phase ganz, ganz entscheidend, auch für die nächsten Wochen, dass wir bei einer solchen Omikron-Wand, wie jeder sagt, die auf einen zukommt, und man merkt ja, wie die Zahlen steigen, auch genau wissen, was wir tun, genau auch entscheiden können. Und dazu braucht es jetzt zunächst mal Vorschläge der neuen Bundesregierung, wie sie glaubt, diese Pandemie in den nächsten Wochen gestalten und bewältigen zu können. Sie haben die Zweifel angesprochen an den RKI-Zahlen. 57% der Deutschen zweifeln an den Zahlen. Und das RKI zweifelt ja an den eigenen Zahlen auch. Am 29.12. hat das Robert-Koch-Institut gesagt, naja, so Mitte Januar, ab dem 10. Januar könne man wieder belastbare Zahlen haben. So lange ohne belastbares Zahlenmaterial. Sie sind vermutlich keiner, der über die Feiertage und über den Jahreswechsel komplett die Füße hochgelegt habt und ihren Beamten gesagt hat, ihr könnt alle lange Urlaub machen, die Corona-Krise macht jetzt mal eine Pause. Das ist doch ein Versagen mit Ansage. Ich bin mir nicht sicher, ob die Beurteilung so stimmt. Ich kann nicht dazu sagen, was das RKI sagt. Der zuständige Behördenleiter ist der Bundesgesundheitsminister, also der oberste Chef des RKI. Deswegen kann der da sicher profund Auskunft geben bei Ihnen. Ich kann nur sagen, was ich unseren Gesundheitsbehörden abgefragt habe, dort wurde weitergearbeitet. Klar ist aber natürlich auch, nicht alle gehen in den Feiertagen am Heiligabend oder am 1. Januar dann quasi zum Arzt oder wollen sich zum Testen gehen lassen. Die Symptome sind ja zum Teil auch danach eingetreten. Deswegen glaube ich, dass die realistischen Zahlen, so glaube ich, ist die Einschätzung, so vermute ich mal, gewesen vom RKI, über die Dimension einer neuen Entwicklung, dass die dann jetzt in den nächsten Tagen auskommt. Allerdings alle Zahlen, die wir haben, glauben wir, dass sie belastbar sind. Also jetzt erst in den nächsten Tagen, morgen aber schon, da steht die MPK an. Kommt das dann nicht schon ein bisschen zu früh, wenn die Zahlen jetzt noch gar nicht belastbar sind? Ja, ehrlicherweise, diese Frage habe ich mir auch gestellt. Also man merkt zwar, dass die Zahlen anziehen, übrigens auch bei denen, die noch vor einigen Wochen ganz besonders auch immer uns im Süden herausgefordert haben. Sie wissen ja, wir haben im Süden vor einigen Wochen, bei der vierten Welle waren wir als Erste dran. Warum? Was auch ganz klar war, weil unsere Nachbarn viel weiter waren bei der Stelle. Das war Österreich. Jetzt erleben wir das im Norden ganz genauso. Hoffe auch sehr, dass wir in diesem Jahr endlich mal aufhören, aus diesen Ranking-Debatten herauszukommen. Es ist kein Wettbewerb bei Corona. Wir haben alle die gleiche Herausforderung. So, ich habe aber das Gefühl, dass morgen ist alles noch insofern etwas zu früh, weil wir da noch etwas im Nebel stochern. Insbesondere bei der zentralen Frage, wenn es weitere Maßnahmen geben sollte, dann müssen die gut wissenschaftlich begründet sein. Ich habe gehört, dass gestern in einer Schalte, insbesondere auf der Beamtenebene, dort vom Expertenrat keine Empfehlung kam zur Verschärfung von Maßnahmen. Dies muss jetzt mal geklärt werden, denn ohne wissenschaftliche Expertise macht es ja keinen Sinn. Was Sinn macht, ist zum Beispiel, dass alle Regeln einheitlich sind, zum Beispiel die FFP2-Maske mehr verwendet wird. Wir brauchen dringend, das auf jeden Fall, eine verständliche und vernünftige Quarantäneregel, so wie es Nachbarländer uns jetzt derzeit ja vormachen. Nicht nur wegen der kritischen Infrastruktur, also den Krankenhäusern,
Krankenhäusern, Polizei und Feuerwehr, sondern eben auch für das normale Alltagsleben. Wenn wir da 3, 4, 5 verschiedene Quarantänemodelle haben, dann wird es am Ende auch nicht verständlich sein. Und deswegen mein dringender Appell, dazu liegt im Moment ehrlich gesagt noch nichts vor, es ist jetzt ein Tag vor der MPK. Ich selber habe noch keine verlässliche Aussage und auch Basis dafür. Das ist schon alles sehr, sehr kurzfristig und deswegen muss das klug überlegt sein, denn sonst passiert es wie beim Einzelhandel 2G, dass wieder vieles von den Gerichten in Frage gestellt wird. Und ein Punkt ist noch ganz wichtig, ehrlich gesagt. Ich erwarte jetzt endlich ein sauberes Hilfspaket für unseren Mittelstand und die Wirtschaft. Wir haben nicht wirklich die Maßnahmen verbessert. Der Bund hat 60 Milliarden an Corona-Groschen eigentlich zurückgeregt, an Corona-Notgroschen. Dies soll aber für was anders ausgegeben werden. Das ist ja auch der Punkt, der verfassungsrechtlich schwierig ist. Dies muss jetzt verwendet werden, nicht nur wie Herr Habeck sagt, wir sagen, Rückzahlungen sollen später kommen. Solche Moratorien werden uns nicht helfen. Sondern wir brauchen jetzt verbesserte Maßnahmen für Handel, Gastronomie, Schausteller, viele andere Selbstständige, die sind auch in der Kulturbranche, die von auch übrigens 2G, 2G plus so betroffen sind. Das darf man nicht unterschätzen. Deswegen sollte der Bund seine Hilfspakete noch mal massivst aufstocken. Auch das wäre morgen ein gutes Signal. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie den Corona-Gipfel morgen, die MPK, für nicht richtig gut vorbereitet halten? Also ich habe ein bisschen Sorge jetzt. Sie wissen, dass ich zum Team Vorsicht gehöre. Sie haben mich ja auch da schon oft dafür sehr geschimpft in diesem Format oder in der publizistischen Begleitung. Ich bleibe auch beim Team Vorsicht, aber auch beim Team Augenmaß. Ein Augenmaß heißt, wir brauchen jetzt eine abgestimmte Vorlage. Der Expertenrat muss uns sagen, wie er Omikron einschätzt. Es ist nicht so, dass es keine Daten gibt. Um uns herum kann man ja relativ stark sehen, wie es sich entwickelt. Wir haben die Situation in Großbritannien, wir haben die Situation in Italien, wir haben die Situation in Frankreich. Also unseren fast Nachbarn, auch Dänemark, sind ja sehr, sehr stark betroffen und haben erste Erfahrungen. Und zwar, wie wirkt sich Omikron im Verlauf aus? Wie wirkt sich das auf die Krankenhaussituation aus? Natürlich in der Relation zu der jeweiligen Impfsituation. Deswegen ist auch zum Beispiel jetzt klar, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen mehrere Impfherausforderungen nochmal neu definiert. Zum Beispiel das Boostern läuft da jetzt. Die erste Welle ist gelaufen. Jetzt läuft der zweite Ansatz. Wir sollten zum Beispiel überlegen, ist Israel ein Beispiel? Sollten wir nicht noch stärker und schneller impfen? Verstanden Sie, das sind alles Fragen, die eigentlich einer sauberen wissenschaftlichen Basis erfordern. Und da können wir nicht sozusagen in einer nur mal unter Politikern abgestimmten Haltung mal schauen, da möchtest du es ein bisschen mehr oder weniger machen. Also ich plädiere dringend dafür, für eine Einheitlichkeit. Und ich hoffe dann auch ehrlich gesagt nicht, dass dann morgen, wenn wir diskutieren, zwischendrin wieder irgendein Gremium des Bundes, vielleicht das RKI oder ein anderes, dann eine völlig gegenteilige Empfehlung macht. Dürfen wir nicht vergessen, es verwirrt ja die Menschen sowieso. Aber das ist auch keine sehr stabile Grundlage für eine Beratung in einer solchen wirklich also hochrangigen Konferenz. Also Sie hoffen, dass Lothar Wieler morgen früh keine Pressemitteilung rausschickt, bevor es da zu Ergebnissen kommt. Ich möchte aber noch einmal nachhaken. Bedeutet das, ohne abgestimmte Vorlage wird es keine Verschärfungen geben? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was als Vorschlag kommt. Ich sage nur, dass das gut begründet sein muss. Also wir haben jetzt ja erlebt, zum Beispiel bei 2G im Einzelhandel hat es ja verschiedene Gerichtsentscheidungen gegeben. In einigen Bundesländern wie Niedersachsen wurde es komplett aufgehoben. In einigen Bundesländern bei uns gab es Einzelbereiche, die dann verändert wurden, was diese Abgrenzung des alltäglichen Lebens betrifft. Ich finde jetzt gerade bei Omikron sollte man beim Neustart in dieses Jahr auch angesichts der aufgewühlten gesellschaftlichen und herausfordernden Corona-Situation wirklich mit größter Sorgfalt und weniger heißer Nadel, mit klarer Expertengrundlage und juristischer Klarheit dann auch herangehen. Also wir können es uns jetzt nicht leisten, erneut in etliche Widersprüche, Systembrüche zu gehen. Deswegen muss das jetzt sozusagen sitzen. Und deswegen sage ich ganz offen, ist die MPK morgen möglicherweise ein paar Tage zu früh angesetzt. Das ist kein Vorwurf. Aber mir ist es lieber, wir beraten dann morgen und entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist. Mhm. Das muss jetzt halt noch geklärt werden. Ich jedenfalls habe bis zur jetzigen Stunde kein abschließendes Empfehlungspapier für eine weitreichende Entscheidung, die dann getroffen werden soll für Millionen von Menschen und vor allem für viele Existenzen. Bitte es nochmal wirklich zu sehen. Wir kommen jetzt langsam an den Bereich, gerade für den Mittelstand und die Selbstständigen geht es langsam wirklich ans Eingemachte. Und da braucht es mehr Unterstützung, Hilfe und Sensibilität. Ist angekommen, also die MPK kommt zu früh oder die Vorbereitung kommt zu spät.
Ein bisschen so sieht es auch bei der Impfpflicht aus. Da war im Dezember unser aller Eindruck, die Impfpflicht kommt auf jeden Fall. Da hat auch der damals noch nicht ganz Kanzler Olaf Scholz richtig Druck gemacht, hat gesagt, er ist für die Impfpflicht. Noch im Dezember würden da erste Anträge kommen, ist aber nicht so. Im Bundestag bisher kein Antrag dazu, offenbar auch, weil das juristisch ziemlich schwierig ist, das zu formulieren, wenn man das denn möchte. Herr Söder, Sie waren auch immer Befürworter dieser allgemeinen Impfpflicht. Kommt die denn jetzt wirklich noch? Ich gebe zu, ich bin auch etwas verunsichert. Die Fragen, die Sie stellen, also dass das juristisch herausfordernd ist, ist absolut richtig. Auch das Verfahren, wie es stattfinden soll, muss genau geklärt werden. Und deswegen halte ich es auch für falsch, dass das über Gruppenanträge einzelner Abgeordneter aus dem Parlament herauskommt. Das muss das Bundesgesundheitsministerium, das muss die Regierung vorlegen. Die Regierung muss einen Vorschlag machen, wann, für wen, welche Gruppen und wie eine solche Impfpflicht umgesetzt werden soll. Man hat sich darauf committed, die Bundesregierung, die Ampel hat sich committed darauf. Der Bundeskanzler selbst hat gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt sie auch. Wir haben Führung bestellt, jetzt bekommen wir sozusagen irgendwelche Gruppenanträge, die völlig unklar sind, wie sie zustande kommen sollen. Ich halte es für einen schweren Fehler, muss ich Ihnen ehrlich sagen, es ist für einen schweren Fehler, dass nicht ein klarer Vorschlag existiert, gerade bei einem so in der Tat ja gesellschaftlich umstrittenen Thema wie einer Impfpflicht, das ist ja erkennbar, braucht es absolute Souveränität in der Formulierung und auch in der Klarheit, was dahinter stehen kann. Deswegen empfinde ich das als falsch, dass die Bundesregierung sich dieser Herausforderung nicht stellt, es versucht, über Gruppenanträge zu machen. Der einzige Grund kann ja nur sein, dass es innerhalb der Ampel schwerste Verwerfungen und Unterschiede gibt. Die FDP insbesondere, Christian Lindner ist eher dafür. Herr Kubicki ist, nun sagen wir mal, sehr, sehr deutlich dagegen, auch mit Worten, die einen manchmal etwas ratlos zurücklassen. Wenn ich das so vorsichtig andeuten darf, will nicht, dass die heute am Dreikönigstreffen dann gleich alle wieder ausflippen. Aber das ist ja alles keine Botschaft. Schauen Sie, genauso mit Telegram. Wir erkennen, dass Telegram eine echte Herausforderung bei uns ist und dass da wirklich viel an wirklich schwierigen Dingen laufen. Jeder berichtet darüber, auch ihr. Und gleichzeitig gibt's null Reaktion. Wir wollen da mal jetzt mit denen reden. Schicken mal einen Brief nach, ich glaube nach Dubai oder Abu Dhabi, in dieses Hochhaus, wo ich letztens gelesen habe, genau. Wo eigentlich gar keiner da ist, waren wir. Außer dem offiziellen Sitz. Das ist doch alles absurd. Das ist doch alles absurd. So kann man auch nicht regieren, verstehen Sie? Lass uns noch mal kurz also ich, bei der Impfung, natürlich, aber die Ampel hat noch die ersten 100 Tage, aber das fehlt alles. Das fehlt alles. Ja. Kurz noch mal bei der Impfpflicht zu ja, ich wollte es nur als Beispiel ansprechen. Ne? Genau. Ich wollte es nur als Beispiel ansprechen für zwei zentrale Punkte. Angekommen. Impfpflicht und auch diese, das Thema Hass und Hetze, das sind ja zwei hervorragende Punkte. Beide müssen souverän beantwortet werden von der Regierung. Umstritten in der Ampel und die Impfpflicht umso mehr, die aber vor allen Dingen ja auch draußen im Land total umstritten und polarisierend. Eine klare Mehrheit für die Impfpflicht, so war es zumindest vor Weihnachten. Aber möglicherweise schrumpft ja auch da die Unterstützung. Das ist schon ein hochkomplexes Thema. Jetzt sehen wir, dass es diesen Streit innerhalb der Ampel gibt und der Zeitplan möglicherweise ja gar nicht mehr einzuhalten ist. 1. März für die Impfpflicht. Halten Sie das noch für realistisch? Sehr schwer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das einzuhalten wäre. Und ich mache mir halt auch ein bisschen, also ich mache mir ein bisschen Sorge, was die gesamte Glaubwürdigkeit der neuen Bundesregierung betrifft. Die alte Regierung hat auch viele Fehler gemacht und sie ist deswegen ja auch nicht mehr im Amt. So. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe. Jetzt muss die neue Regierung aber in dieser Phase, man spürt ja richtig, dass auch da in den Umfragen das Vertrauen leicht zurückgeht. Das sage ich jetzt nicht parteipolitisch, sondern staatspolitisch. Das ist nicht gut im Moment, sondern gut wäre, wenn man jetzt klare Schritte kommuniziert und sagt, wann und wo und warum. Und wenn das jetzt so hin und her geht und keiner weiß genau was und für wen und wann, wie Sie es angesprochen haben, es muss ja auch eine Struktur gefunden werden und eine Antwort gefunden werden, dass auch dann, sagen wir mal, wie die Umsetzung stattfinden soll. Was bedeutet es für zukünftige Mutationen? Wie oft geht man davon aus, dass sowas stattfinden sollte? Das sind alles in der Tat zig Fragen. Und da, glaube ich, muss die Vorbereitung besser sein, als dass sich 10 Abgeordnete zusammensetzen und einen Gruppenantrag formuliert. Das ist Regierungskernbereich der Exekutive. Und deswegen erwarten wir da schlichtweg einen Vorschlag dazu. Ich habe mich da mit Friedrich Merz abgestimmt. Wir erwarten einen Vorschlag der Ampel dazu und nicht einen Vorschlag von 5, 6 Abgeordneten. Wie ist denn Ihr Vorschlag dazu? Denn es verunsichert doch viele, dass nicht absehbar ist, wie viele Booster man braucht. Das ist ja das Kernproblem, das wir jetzt neuerdings haben bei der Impfpflicht. Dass man auch so weit gehen müsste, dass man Menschen eventuell verpflichtet, alle paar Monate eine neue Impfung zu erhalten. Wie sehr ist das dann noch tragbar?
Naja, die Herausforderung ist immer, was ist das Schutzgut? Das Schutzgut ist im einen die Gesundheit der Menschen, die Verhinderung der Überlastung des Gesundheitssystems und was, glaube ich, auch sehr, sehr zentral ist, Freiheit. Die Freiheit und Frieden in unserer Gesellschaft. Das ist ja die eigentliche Debatte, die neben der medizinischen steht. Die gesellschaftliche, die wirtschaftliche, die soziale Freiheit, die liberale Frage, die wir haben. Und da gibt es unterschiedliche Antworten darauf. Und die einen sagen, ach, lass die Impfpflicht weg, versuchen wir es nochmal und reden nochmal auf denjenigen ein, der überhaupt nichts impfen lassen will. Und die anderen sagen, vielleicht ist so eine Grundsatzstrukturentscheidung in der Impfpflicht. Und Sie halten aber daran fest. Aber das sind so viele, wie Sie es ja zu Recht. Ich glaube, dass das ein wichtiger Beitrag sein kann, sowohl medizinisch als auch gesellschaftlich, aber nur dann, wenn es einen klaren Vorschlag gibt. Wer, wann, wie oft? Die Frage, die Sie ansprechen, sind ja genau die Fragen. Jetzt kann ich die und die kann auch kein Abgeordneter beantworten, die kann letztlich nur die Bundesregierung beantworten. Warum? Weil sie die Ressourcen hat, juristisch die Ressourcen, weil sie medizinisch die Ressourcen hat. Auch die Experten sind ja da dabei. Man hat ja bewusst gesagt, man fragt den Ethikrat, der hat sich dann so halb knapp dafür entschieden. Auch das muss man natürlich wahrnehmen. Und jetzt bin ich einfach sehr gespannt, was daraus kommt. Verstehen Sie? Das ist jetzt Führung. Das ist jetzt einfach Führung in einer der zentralsten Fragen. Es ist keine besondere Führung, Energiepreise zu erhöhen und dann keinen Ausgleich zu schaffen. Das ist keine Führung. Aber man bräuchte jetzt, kleiner Schlenker, man bräuchte jetzt umgekehrt, aber dafür in einer so zentralen Frage, die ja tatsächlich auffüllt und die auch für das Land wichtig ist, braucht es einen Vorschlag der Regierung. Da können wir nicht ablassen davon. Das muss die Regierung vorschlagen. Nächste wichtige Alltagsfrage ist die Quarantäne im Moment. Ganz viele Arbeitnehmer betroffen, auch hier im Haus, ganz genauso natürlich in den Schulen. Man hat Kontakt zu einer Omikron-Person, zu einem Omikron-Mitschüler und zack, muss man 14 Tage in Quarantäne, obwohl man gesund, obwohl man negativ getestet ist. Können wir die Quarantäne nicht wie in Frankreich komplett abräumen bei Kontakt? Also wir müssen sie deutlich verändern. Auch da braucht es nochmal einen Vorschlag. Ich habe gestern gehört, dass in der Gesundheitsministerkonferenz der Gesundheitsminister einen Vorschlag gemacht hat, den die Gesundheitsministerländer als nicht akzeptabel oder umsetzbar angesehen haben. Der war so kompliziert. Ich habe da eine kurze Übersicht gesehen, die bei bestem Willen, also auch selbst bei bestem Willen, man nicht versteht und zur Verwirrung führt. Deswegen wird jetzt nochmal, da ist der Auftrag erteilt worden, zu überarbeiten und morgen einen Vorschlag zu machen. Ich halte es für sinnvoll, wir können nicht das ganze Land einsperren. Und wir müssen klar unterscheiden, ja, wer krank ist und wer nicht krank ist. Und dann muss es dann doch deutliche Veränderungen geben. Wir haben ja jetzt schon für geboostert eine andere Situation. Ich erwarte morgen und hoffe sehr, einen Vorschlag zu machen, der einfacher, klarer und unbürokratischer ist und der auch die Möglichkeit schafft, trotz Omikron das Leben zu ermöglichen, vor allem immer wieder zu der Kernfrage zurück. Wie gefährlich ist Omikron? Wie gefährlich ist? Natürlich haben wir eine Gefährdung des Gesundheitssituation für die Ungeimpften. Aber für die Geimpften, wie ist die für die Zweifachgeimpften? Wie gefährlich ist es da? Und wie gefährlich ist es für Geboosterte? Und da hört man ja eher, wenn selbst Herr Drosten, Sie haben es ja vielleicht gelesen, die letzten Tage die Tonalität etwas verändert, dann glaube ich, kann man erkennen, dass das zumindest wichtig ist, das zu berücksichtigen. Jetzt, Herr Söder, müssen wir noch über den FC Bayern sprechen. Und zwar nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus gesundheitlicher Sicht. 9 Spieler sind da in Quarantäne. Bei einem ähnlichen Ausbruch beispielsweise in der Schulklasse, dann sind gleich alle weg und da findet kein Unterricht mehr statt. Morgen Gladbach, sollte es überhaupt stattfinden? Also die DFL hatte ihre eigenen Regeln und ich glaube, der FC Bayern hat eher beantragt, dieses Spiel zu verschieben. Ich fände es, wenn ich das als natürlich Fan sagen darf, aber auch als jemand, der sich mit dem ganzen Thema sehr beschäftigt, ich fände es besser, das würde verschoben. Das ist nicht wettbewerbsfair, wenn sozusagen schon was stattfindet. Und wir werden erleben, dass es bei anderen Mannschaften auch so sein kann. Und deswegen wäre es besser, das würde verschoben werden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so FC Bayern muss halt jetzt auch spielen, egal wie. Vielleicht freut sich auch der ein oder andere Nicht-Fan darüber. Dass ich natürlich den FC Bayern unterstütze, ist was anderes. Aber trotzdem fände ich es auch, ehrlich gesagt, fair, das zu verschieben. Dann geht auch diese Frage an den Fan Markus Söder und nicht an den Politiker. Finden Sie das ja im Nachhinein eine richtig gute Idee von Manuel Neuer, über die Tage auf die Malediven zu fliegen und dort dann sich Corona zu holen? So war es vermutlich, nachdem er die ganze Zeit gesund war, die ganze Zeit getestet wurde, die ganze Zeit abgeschirmt wurde. War das leichtsinnig?
Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Er ist ja geboostert gewesen. Man sieht, dass es keine Sicherheit bei Corona gibt. Und deswegen keine Kritik an der Stelle. Ja, aber den Bürgern raten Sie ja ab, auch Sie, von solchen Reisen. Wir haben ausdrücklich ja in Deutschland nicht gesagt, man darf nicht in den Urlaub fahren. Denn das ist ja wie jemand, der geboostert ist beispielsweise, dem wurde ja ausdrücklich nicht dies gesagt. Und wir haben auch nicht gesagt, dass man nicht reisen darf. Wir hatten beispielsweise sehr viele Menschen, die in Bayern im Urlaub waren und da schöne Weihnachtsfeiertage verbracht haben mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Und nebenbei bemerkt, wir haben erlebt, dass irgendwo, habe ich gelesen, in einer Disco in Schleswig-Holstein muss auch sehr große Probleme gewesen sein. Also ein riesiges Spreader-Event hat es geheißen. Also insofern, ob jetzt Malediven oder Schleswig-Holstein, scheint die Herausforderung ähnlich groß gewesen zu sein. Dennoch hat man das Gefühl, so ging es mir zumindest, Manuel Neuer sitzt in der wahrscheinlich schönsten Corona-Quarantäne ever. Wären Sie auch gerne mal in Quarantäne auf den Malediven, in der Neuer-Quarantäne? Ich bin kein so Malediven-Fan. Ich gönne jedem, der hinfährt. Ich sage immer noch mal, das nächste Jahr dann doch lieber in Bayern Urlaub machen. Aber ich bin da kein großer Fan davon. Aber es ist auf jeden Fall, man sieht halt an der Herausforderung, du bist zweifach geimpft, du bist geboostert, du hältst dich an alles. Also gerade Manuel Neuer weiß ich, dass er ein in jeder Beziehung vorbildlicher Sportsmann ist. Und trotzdem kann es dich erwischen. Alexander Dobrindt, unser Landesgruppenvorsitzender, hält sich auch wirklich an alles. Ich weiß es selber aus vielen Gesprächen. Die Situation heute ist anders. Manchmal wissen wir einfach. Es gibt so viele Leute, die wissen nicht, wie sie angesteckt sind. Und wenn all die Aussagen der Experten, die ich befrage, richtig sind, dann werden sich auch sehr viele anstecken können, die möglicherweise sich trotzdem an alles halten, egal ob in den Malediven, auf Mallorca, in Mailand, in München oder sonst wo. Ja, Mailand oder München, Hauptsache Spanien. Und Alexander Dobrindt war auch nicht auf den Malediven, glaube ich. Sie gehören persönlich zu den Corona-Gewinnern, Markus Söder. Und zwar deswegen, weil Sie den Schlappmaulorden aus Ihrer Heimat weiter behalten dürfen. Das ist total ungewöhnlich. Es hat noch niemand geschafft, 3 Jahre hintereinander Schlappmaulorden. Was macht Sie persönlich zum längsten Schlappmaul, das es je gab? Ich hoffe nicht, dass daraus wieder eine Verschwörungstheorie konstruiert wird, dass genau nur aus diesem Grund Corona sich entwickelt hätte, um diesen sicherlich fränkisch bedeutenden Faschingsorden an der Stelle zu erhalten. Ich glaube, den haben schon so viele bekommen, diesen Orden, unter anderem auch, glaube ich, Franz Josef Strauß und andere. Es ist, sagen wir mal so, ein Orden, den man bekommt für eine freudige Kommunikation, die man macht, und eine aktive. Und beides, glaube ich, mache ich und kann ich. Dann also auch nochmal Glückwunsch zu diesem Orden von unserer Seite, großartig, zum Schlappmaulorden. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, der Schlappmaulorden. Ja, das ist aber eine Wissenslücke, die wir an dieser Stelle schließen. Das ist eine Wissenslücke, die wir an dieser Stelle geschlossen haben. Bayerns Ministerpräsident. Ja, Sie sollten Ihre Investigativteams da mal ansetzen nochmal. In Bayern gibt es viele tolle Orden. Können wir kurz das Tassengeheimnis noch lüften? Ja. Sie bieten ja bei Bild Live immer... Da kommen ja politische Statements oft auch über die Tasse, Herr Söder. Womit haben wir es heute zu tun? Was haben wir heute? Ich habe es noch nicht genau gesehen. Yoda. Ach, Yoda, ja. Weisheit und Gelassenheit fürs neue Jahr. Okay, fein. Wäre gut. Also heute Yoda. Mit Yoda kann man sehr gut ins neue Jahr starten, finde ich. Gerade auch vor so einer MPK, weil man da immer lang sitzt und wirklich viel Geduld braucht. Das kann ich Ihnen wirklich nur sagen. Ja, das haben wir schon miterlebt. Ja, das kennen wir auch, kann man so sagen. Also, letzter Schluck. Sie sitzen ja, soweit ich das verfolge, sitzt ja Bild Live mit dabei am Tisch. Also quasi. Sie kennen das ja als Einzige richtig genau. So machen wir das. Auch wieder morgen. Dann bis morgen am Tisch morgen beim Corona-Gipfel. Danke fürs Gespräch, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.